Erzählten sich die sowjetischen Parteiführer gegenseitig Witze? Das kommt auf die Parteiführer an. Khrushchev hat ununterbrochen Witze erzählt, aber nicht in dem Sinne, dass er bekannte Witze anderen erzählt hätte, sondern er war ein witziger Typ. Er machte ständig Witze über irgendetwas. Molotow nicht. Molotow war völlig humorfrei. Deshalb nannten ihn auch alle nur den Eisenarsch. Das ist auch schon so ein Witz. Ja, oder Stalin, der Malenkov Melanie nannte, weil der halt ein etwas, wie soll ich sagen, feminines Äußeres hatte. Und diese Witze machten sie alle übereinander und untereinander. Und das war gang und gäbe. Das wurde überall gemacht. Aber nicht in dem Sinne, dass man Witze sozusagen vorgetragen hat, sondern man war witzig. Stalin hatte diesen entsetzlichen, zynischen Humor. Und Khrushchev war halt ein ungehobelter Flegel, der aber sehr lustig war und der sozusagen den Bauernwitz in die Führung mitbrachte. Und das haben ja in der Entstalinisierung ziemlich viele Leute als befreiend und erfrischend empfunden, dass der oberste Führer eigentlich ein witziger Typ war.